Heute nehme ich euch mit auf Teichbesuch. Wir besuchen einen 45.000 Liter Koi-Teich mitten im Eichsfeld. Moin moin Leute und herzlich willkommen bei Teich und Garten for You, eurem YouTube-Koi-Blog. Wie ihr sehen könnt, bin ich mal wieder auf Teichbesuch. Wir befinden uns hier an einem 45.000 Liter Koi-Teich mitten im Eisfeld. Ein wenig versteckt. Wer nicht weiß, wo er hin muss, der wird diesen Teich niemals finden. Auf jeden Fall super schön angelegt. Der Teich ist jetzt 3 Jahre alt und wurde übrigens von Kai Lorenz vom Koi-Teichland angelegt. Er hat das Ganze hier, ich sag mal, realisiert. Geplant wurde das in Eigenregie von dem Koi-Teich-Besitzer. Er hat das Ganze gezeichnet und dann natürlich auch nochmal besprochen mit Kai Lorenz. Und dann wurde das hier vor roundabout 3 Jahren realisiert. Ihr könnt sehen, es gibt auch schon einen ganz ordentlichen Bestand. Der Bestand besteht momentan aus 39 Koi verschiedensten Alters und verschiedenster Größe. Das Ganze ist übrigens ein, ich sag mal, Teich der zwei Welten. Und zwar ist der Teich sowohl ebenerdig als auch ein Hochteich. Das liegt daran, dass das Gelände hier ein bisschen abschüssig ist und die Terrasse ein bisschen höher liegt. Ich finde, das ist eine super Sache. Ich hatte das bei mir zu Hause auch mal so geplant, ganz noch in der Anfangszeit. Ist halt super schön, wenn man an einem flachen Teich stehen oder sitzen kann und trotzdem auch daran stehen. Also ich habe das zu schätzen gelernt, einen Hochteich hier bei mir zu Hause, dass man wirklich nah an den Fischen ist. Das macht auch super Spaß. Das Ganze hat übrigens 2 Bodenabläufe und 1 Skimmer. Dementsprechend können hier roundabout 30.000 Liter in Schwerkraft umgewälzt werden. Und je nachdem, wie stark die Pumpenleistung ist, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Ihr könnt sehen, hier ein richtig schöner Kujaku. Der hat mir auch besonders gefallen. Ebenso der Shiro, der hier eben vorbeigeschwommen ist. Aber den Kujaku, den fand ich doch noch mit fast am besten. Der Teich hat eine ovale Form mit einem ganz kleinen Knick. Ich finde, das ist optisch super gelungen. Auf jeden Fall etwas, was auch ins Auge reinspringt. Genauso wie dieser Goschki hier. Richtig, richtig gutes Rot. Ihr könnt schon sehen, hier die Filterkammer. Und ich würde sagen, gucken wir doch mal rein. Das Ganze hier in erster Linie gefüllt mit einem Inazuma Trommelfilter aus Edelstahl. Dann geht es weiter rüber in einen IBC-Container. Dieser ist gefüllt mit Japanmatten und ihr könnt sehen, da ist auch noch ein bisschen Platz drin und der Besitzer hat auch vor, da nochmal aufzustocken mit Japanmatten. Warum auch nicht? Und ein zweiter IBC ist hier gefüllt mit statischem Helix. Das Ganze läuft zufriedenstellend auf jeden Fall hier. Und ich denke, man konnte es an der Wasserklarheit auch schon sehen. Der statische Helix hat dementsprechend nochmal ordentlich dafür gesorgt, dass das Wasser hier super klar ist. Der Trommelfilter hat aber übrigens auch 40 μ, das heißt, er filtert sehr, sehr fein. Ihr könnt sehen, die Abdeckung besteht aus solchen Siebdruckplatten wie von Anhängern. Die sind relativ wasserabweisend, relativ robust und hier mit solchen Scharnieren wurden da die Stützen befestigt, die man dann hier zum Beispiel auf dem IBC einspannen kann, so dass einem die Platten nicht auf den Kopf fallen. Ich finde, das ist eine gute Lösung und eventuell wird der Filter auch noch so wie die Terrasse oben drauf gestaltet, dass das optisch noch ein bisschen kaschiert wird. Hier seht ihr die Riege der Technik, etliche Steckdosen und Schaltteile des Trommelfilters und da unten auch noch 2 Membranbelüfterpumpen, das werden die Aquaforte sein. So, ich würde sagen, schauen wir doch mal rein in den Inazuma Trommelfilter. Ihr könnt sehen, das Ganze aus Edelstahl. Das ist übrigens ein Filter für Schwimmteiche bis 50 Kubik, für Koi-Teiche dementsprechend ein bisschen kleiner, eigentlich nur geeignet. Und dementsprechend spült er auch relativ oft hier an diesem Teich bei
39 Koi, auch nicht verwunderlich. Hier seht ihr die Schmutzrinne, wo das Wasser dann herausgeleitet wird und ab in den Kanal. Das Ganze lässt sich übrigens hier über so ein externes Panel steuern. Habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Finde ich, ist eine coole Sache. Ist auch vom Teich ein wenig entfernt, dieses Panel. Das ist unter einer Überdachung, sodass man schön bequem auch bei jedem Wetter am Trommelfeld ein bisschen rumspielen kann. Man kann ja auch ein bisschen die ganzen Pumpengeschichten ein bisschen steuern, wenn man das möchte. Und außerdem lässt sich von hier aus auch die Spülung aktivieren. Das heißt, man kann hier auf Handspülung schalten, wenn man das möchte. Man sieht sogar, wie lange die Spülung läuft und wie viele Spülungen es an diesem Tag schon gab. Seht ihr rechts, es sind roundabout 250 bis 260, keine Ahnung, am Tag. Auch die Temperatur konnte man sehen. Und was gibt es noch Besonderes an diesem Teich? Es gibt hier einen Rieselfilter. Und den schauen wir uns doch jetzt gleich nochmal ein bisschen genauer an. Ihr könnt schon sehen, der Rieselfilter mündet hier in so einen kleinen Wasserfall und ist hier mit so einer Kokosmatte umwickelt. Dabei handelt es sich um ein großes KG-Rohr. Letztendlich bestand an dieser Stelle eigentlich nur eine Stütze für ein Sonnensegel. Aber es hat sich dann ergeben, dass man um diese Stütze einfach diesen Rieselfilter gebaut hat. Hat das Ganze also nochmal kaschiert und weiterentwickelt, diese Sonnenstütze. Und im unteren Bereich, da schäumt es auch ordentlich, ist auch so eine Art Mini-Abschäumer draus geworden. Und den Schaum hält man mit so einem kleinen Brett zurück. Auf jeden Fall auch eine interessante Lösung. Hier wird das Ganze schon schön zugerankt. Der Rieselfilter ist übrigens mit Helix befüllt, das im Winter dann den Rieselfilter wieder verlässt und zurück in den IBC-Container kommt. Außerdem werden wir jetzt nochmal einen Blick in das Innere des Rieselfilters werfen. Ihr seht schon, das Ganze besteht aus dieser Edelstahlstange, die eigentlich für das Sonnensegel ist. In dieser Stange hat man den Zulauf nach oben geführt. Es gibt dann zwei Ausläufe und dann kann man sehen, dass das Ganze mit gestapelten Eimern realisiert wurde. In jedem Eimer ist oben eine Japanmatte. Unter den Japanmatten befindet sich dann das Helixmaterial. Und die Eimer sind halt unten offen oder gelocht. Und dann kann das Ganze halt hindurch rieseln. Der Teich wird übrigens im Winter auch abgedeckt. Ihr könnt hier sehen, die Abdeckung besteht aus solchen Holzstützen und wird dann zum Teil über Doppelstickplatten realisiert, damit noch ein bisschen Licht in den Teich kommt. Und außerdem gibt es dann Styrodurplatten, die hier extra zugeschnitten wurden, sodass auch der Rest der Oberfläche perfekt abgedeckt wird. Ein weiteres nettes Gimmick ist hier diese Skimmerabdeckung, die man draufsetzen kann und aber auch runternehmen kann, wenn man füttert. Somit wird auf jeden Fall das Futter vom Skimmer ferngehalten. Ist eine sehr, sehr einfache Lösung aus irgendwelchen Spatzengitter mit einem einfachen Kabel, ein bisschen verschnürt. Ist eine super Sache, hält den Skimmer auch weiter in Betrieb und das Futter verschwindet auf jeden Fall nicht so einfach im Skimmer. So Leute, ich hoffe, das Ganze hat euch wieder gefallen. Wenn ihr das interessant fandet und es euch gefallen hat, gebt mir doch vielleicht ein Like für das Video. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, postet das doch bitte direkt hier bei YouTube in die Kommentare. Und ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Kanal auch abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Ihr bleibt damit auf dem aktuellen Stand und unterstützt meinen Kanal, ermöglicht es mir, weiterhin hier solche Videos zu machen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Und ich würde dann einfach mal sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!